Hallo, ja, ich grüße dich. Du siehst, bei mir scheint schon die Sonne heute. Es ist wunderschön. Ich bin hier auf der Wiese und ja, sitze mitten im grünen Gras. Ja, und spüre förmlich, wie ich auftanke vom Sonnenschein. Und ich finde das total spannend, was ich heute gehört habe und lernen durfte in einem der Interviews zum Seelennahrungskongress. Dass wir viel mehr Kalorien und Energie verbrauchen, als wir jemals am Tag zu uns nehmen können. Wenn wir 2000 Kilokalorien zu uns nehmen, also durch Nahrung, dann kann das trotzdem sein, dass wir 20.000 Kilokalorien ja, Energie abgeben wieder. Und wo kommt der Rest Energie her? Wo kommt das alles her? Ja? Und wenn ich hier so sitze, ne, und mich so der Sonne entgegen recke und strecke und sie in mein Gesicht scheinen lasse, dann spüre ich förmlich, wie ich auftanke, ja, wie die Sonne, wie das Sonnenlicht mich energetisiert. Und ich bin durch den Wald hierher gelaufen. Da war es war kein Sonnenlicht, da war es einfach wunderschön frisch, eine schöne frische Energie. Und ja, allein durch das tiefe Ein- und Ausatmen habe ich gespürt, wie alle Last des Tages von mir abfällt, wie ich zu mir komme, wie ich einfach auch Energie tanke. Ja, die wundervollen Duftstoffe sind ja in den Bäumen und ja, sie nähren uns. Der Wald ist einfach unser größter Therapeut, unser größter Arzt. Und das Interessante ist, es ist zwar schön, so in der Sonne zu sitzen und das wirklich direkt in 3D zu spüren, aber du kannst das genauso gut machen, wenn du einen regnerischen Tag hast, wenn du einen Tag hast im Büro, wenn du nicht rauskommst, ja, wenn du vielleicht sogar zu schwach bist, weil du im Bett liegen musst oder krank bist oder in welcher Lebenssituation auch immer. Du kannst dir einfach vorstellen, im Wald zu sein, du kannst dir vorstellen, in der Natur zu sein, weil Raum und Zeit ist eine Illusion, sagen die großen Weisen. Und so kannst du mit Gedankenkraft, wenn du magst, dich jetzt einfach zu mir hierher auf die Wiese beamen. Und ich zeige dir mal, wie es hier aussieht. Ich zeige dir mal, wie schön ja auch der Rasen ist, ne? Und du stellst es dir einfach vor, dass du mit mir hier bist. Ich nehme dich jetzt einfach mit. Das ist eine schöne große Eiche. Dort ist ein Vogelfutterplatz, vielleicht siehst du ihn. Die Vögel fliegen da auch hin und her. Vielleicht zwitschert auch der eine oder andere Vogel für uns jetzt. Wenn nicht, kannst du es dir vorstellen. Es ist wunderschön. Und ich spüre dich jetzt, wie du hier bei mir bist. Ich spüre dich, wie du neben mir sitzt. Ja. Ich spüre deine Nähe, spüre du meine Nähe. Du bist nicht allein. Und überhaupt sind wir sehr verbunden mit Mutter Erde, sind wir sehr verbunden mit unserem höheren Selbst und sind wir vielleicht sogar auch komplett noch verbunden mit Wesen und Welten, die wir im Moment gar nicht sehen. Ja, und so wünsche ich dir, dass du einen Tag hast in Verbundenheit, in Glück und dass die Sonne in dein Herz strahlen möge. Tschüss, deine Susanne.